Grüß euch, liebe Leute, Formel 1, voll der Rennsport und so. Wow, dieser Enthusiasmus, ja, den du da hingepackt hast. Ja, Robin ist auch wieder mit dabei, natürlich, Koop und so. Da braucht man halt ein zweites Opfer. Ja, ich brauche den Mike halt ja, eben, sonst macht's keinen Spaß. Er braucht mich, oh mein Gott. Okay, ich bin mal gespannt, weil diese Session... Ja, wir spielen in China. Ja, und China berüchtigt für schnelle Kurven. Das ist für die Tastatur sehr schlecht. Das ist, heißt, Mike hat abgeschissen. Denn ich habe mir in der letzten Zeit einen Controller besorgt. Wow, ganz toll. Er ist am Arsch. So, und los geht's. Oh, was ist das jetzt? Ah ja, wir haben ja Qualifying, gell? Ja, Qualifying. Ja, wir haben im Grunde schon seit etwas längere Zeit schon nicht mehr aufgenommen. Was eben an Internetprobleme seitens Robin liegt oder gelegen ist. Aber jetzt hat er wieder Internet! Oh mein Gott, es ist ein Internet! Fuck, ich lieg hinter Vettel! Es ist halt ein Internet! Ja, was, ich lieg auch hinter Vettel, leider. Direkt hinter ihm sogar. Ja, ich auch! Ja, dann mach Platz! Oder bist du gar nicht Ach Gott, die Kurven, die hasse ich wie die Pest, Alter. Vor allem uns... Oh, fuck. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Kacke. Komm. So. Nein! Bitte nicht! Bitte nicht. Fuck! Ah, ich hab mir schon fast gedacht. Oh, ich muss aufpassen, dass ich die Kurven nicht abkürze. Verdammte Kacke. Oh, scheiße. Ja, gut. Warum sollte ich jetzt noch pushen? Boah, einmal von 50 Runden fahre ich über das Scheißding. Und natürlich muss es genau das Qualifying sein. Was auch sonst. So, Driss benutzt. Ja, was, da ist, krieg ich wieder DRS, oder was? Kannst du mich verarschen, ne? Ja, die will mich verarschen. Ich bin so schlecht. Mein Auto ist gekommen. Ich hab was? Ich bin 17. Aber jetzt will ich verarschen. Wo ist denn der Vettel? Ich war vor dir im Ziel. Lange. Boah, nein, Was? Scheiße. Oh, das ist Qualifying, ja. Ich war ganz knapp. Also relativ knapp hinter Lewis Hamilton. Da werde ich vielleicht den 7. belegt in etwa. Ja. Was sind so Loser wärst du und dann das Maul. Halt einfach's Maul. Mein Techniker ist enttäuscht. Ja, mir kann auch mal ein Patzer passieren, okay? Ja, oh, guck nicht so dämlich. Bei mir bin sie und nicht mein Techniker. Ja gut, ja, aber der ist mir scheißegal. 87 Siege, na super. Na, hoffentlich kriegen wir das zum 88. Sieg, weil dann hätten wir eine Hitlerzahl. Was? Wer hat das gesagt? Keine Ahnung. Vielleicht ein Deutscher. Ich gehört. Okay, ich bin schon mal maximal beruhigt, weil wenn ich jetzt so drauf schaue auf den Monitor, Regenwahrscheinlichkeit 0%. Oh, das ist gut. Da bin ich schon mal sehr erleichtert, weil ich hatte schon Schiss, das könnte vielleicht etwas... Ich hab mir auch schon gedacht, ich hab nämlich das beim Qualifying die bewölkten Himmel gesehen und hab mir gedacht, oh scheiße, Alter, das Schnellsetup hätte ich vielleicht anders einstellen sollen. Aber Gott sei Dank, ja. Das Witzige ist, wir haben hier Parkvermé, das heißt auf gut Deutsch, Setup umstellen ist nach dem ersten Mal umstellen nicht mehr möglich. Ja eben, das ist ja der Scheiß. Und... Das wird den Leuten zu Verhängnis. Und ich habe meine Musik nicht an, aber das... Ja, hat der Mike sowieso nicht. Dann sind wir auf gleichem Niveau. Das passt schon. Ja, genau, Mike. Hey, Chilton, wie geht's dir so? Ja, genau. Was ich noch sagen wollte, die letzten Aufnahmen waren ein bisschen laut vom Motorsound her und so. Ich hoffe, das jetzt passen. Die Spiel an sich kann man in die Audio-Einstellungen nicht leiser drehen, ist für 50%. Was sie die Entwickler da dabei gedacht haben, ich weiß nicht, irgendwie Gehirnvergewaltigung oder sonst irgendein Schmarrn, ja? Au, oh, fuck, Entschuldigung, wollte nicht. Oh ja, Platz wieder tauschen, ja, dann fahr vorbei, du Penner. Wo ist denn der jetzt? Ich hab eine Strafe gekriegt! Wieso?
Ja. Alter, ist hier fetter Verkehr! Ja, du bist Fuck da. The what? Ich bin 14. Ja, ich bin direkt hinter dir. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ey, er hat mir den Vogel gezeigt. Was hast du gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab den nur ganz leicht angedotzt in der Seiten. Nur so ein Hallo. Ich mag die Chinesen nicht. Okay, ein paar vielleicht schon. Ein paar sind ganz lustig und so. Okay, 10. Aber irgendwie mag ich es nicht, was die, was die mit Tibet gemacht haben. Das ist echt eine Schweinerei. Wir fangen an, sozialkritische Themen aufzustocken. Ja, ich meine, ganz ehrlich, was hältst denn du davon? Ich meine, wo wir schon mal auf China fahren, da auf der Strecke. Was sagst du dazu? Nicht viel. Okay. Da bin ich zu wenig informiert drüber. Naja, sagen wir mal so. Friedliebendes Land wird von einer ziemlich großen Armeemacht einfach als eingenommen und dann als Propaganda wird dann gesagt, ah, die Religion ist schuld. Ja, wir wollen die Religion. Die wollen wir raushaben, weil... Was? Wieso muss ich... Was? Willst du mich verarschen? Was machst du da hinten? Ich habe Durchfahrtsstrafe. Warum bist du denn in die Box? Warum wartest du nicht ein paar Runden? Ja, das habe ich mir auch gerade... Ich habe gerade jetzt auf die Schnelle nicht mehr gewusst, was... Ja, das wird halt dann eine Aufholjagd, ja. Witzig. Das schaffe ich noch. Das schaffe ich noch. Da bin ich wieder auf die Strecken. Ich bin hier auf dem 7. Muss gucken, dass ich wertvolle Punkte krieg. Was ist denn das für ein Boxenausfahrt? Die drängt mir richtig raus. Ja, Kinder. Mhm. Strafe? Nee. Na, mir hat die... Also, normalerweise ist... Ja, genau, jetzt dreht's mir an, was ist denn? Rage Mode activated. Ja, also ihr werdet öfter mal sehen, dass Mike hier ein bisschen Spaß hat mit dem Streckenbelegen. Spaß! Ich bin voll lustig! Ja, ich hatte einen besseren Kurvenausgang als Massa. Definitiv. Ach, komm schon. Kann jetzt seinen Windschatten ausnutzen und kann mir den 5. Platz klammern. Den Heckflügel habe ich... Oh fuck, wir sind in der 2. Runde. Das hole ich nie wieder auf. Okay, trotzdem. Ich bin in seinem Windschatten gefahren. Oh Gott! Oh nein! Fuck! Sorry, Vettel! Scheiße, Durchfahrtsstrafe. Das war... etwas verschätzt mit dem Bremsen. Ja, dann sehen wir sie wahrscheinlich in der nächsten Runde. Ja, und... Ja! Leck mich! Okay, ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen... Pushen, was die was der Klaus hält. Warum der Klaus? Er fragt doch mich nicht, der muss vielleicht mal raus. Boah, was für ein schlechtes Wortspiel. Boah. Echt schlimm. Ich habe gedacht, ich muss den Zuschauern auch mal ein bisschen Scheißdreck bieten. Ja, weil das hast du gerade. Obwohl du bietest ihn auch mit deinem Fahrstil genug Scheißdreck. So, erstmal Koop-Partner sauer machen. Super, dann hätten wir das auch schon mal erledigt, weil für den Fall der Fälle, dass er hinter mir hängt, dann hängt er richtig hinter mir. Dann werde ich nervös wahrscheinlich. Oh, ich bin ganz weit hinten, das hole ich nie wieder auf. Es ist mir genau an der Stelle, wo ich jetzt bin, da hat es mir vorher gedreht und... Also, so halb gedreht und direkt an die Wand ran und... Was? Ich weiß nicht, wo du bist, deswegen. Das habe ich jetzt auch nur zu den Zuschauern gesagt. Also. Ja, ist mir schon klar, dass du es zu den Zuschauern gemeint hast. Ja. Also mein definitives Problem ist, das Abbremsen in Kurven und mit der KI ein bisschen spielen, da bin ich zu aggressiv manchmal. Zu oft aggressiv. Wie man sehen kann, ich habe schon wieder eine Durchfahrtsstrafe. Ich weiß nicht, also irgendwie kassiere ich das nicht so oft. Wenn ich nur mit ihm normal Singleplayer spiele, mit Mike. Und dann kassiert er immer die Durchfahrtsstrafen, aber irgendwie... Was haben wir letztens... Wir haben da nämlich natürlich ein bisschen geübt, so abseits des Let's Plays und so. Bei Monaco, ich hab 4 Strafen zusammengebracht. Nur? Wie viel hast du zusammengebracht? 6 oder so, gell? 7. 7 sogar, das war.
Ja. Wir haben auf Legende gestellt. Es war natürlich ganz klar, dass wir hier keine Chance haben, irgendwas zu reißen. Legende 100%. Ja, Legende 100%, haben gesagt, wir spielen so lange, wie wir können. Okay, von Üben kann man da eigentlich eh nicht mehr sprechen. Das war einfach nur noch Quatsch. Ja, das war Selbstmord machen. Aber schon langsam hole ich auf wieder. Ja, ich hoffe, dass ich aufs Podium noch komme, weil es sieht im Moment sehr, 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 sehr schlecht aus, das wird. Oh, 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 kleiner Kurventrift. Aber ich habe schon wieder zwei Leute in Sichtweite. Das heißt, es wird eine ordentliche Aufholjagd da werden. Mr. Alonso ist vor mir. Erinnerungsstrafe, war das jetzt? War das jetzt die endgültige Strafenerinnerung? Fuck, ich weiß es nicht! Nee, ich glaube eine Runde hast du noch. Eine Runde hast du noch. Ja, leck mich! Nein, Mann, was du nur fahren kannst, ohne dass du dann disqualifiziert wirst. Stimmt. Oder? Oh, ich hab zu viel Angst, ich geh rein! Ich will das nicht riskieren. Ja, riskier's lieber nicht, ist besser. Okay, ich bin schon wieder 21. Chilton ist hinter mir. Hallo, vor mir ist Wandergarl. Wandergarl. Ich glaube, ich hatte noch eine Runde. Stopp ist in der Runde 6. Wir sind jetzt in Runde 5. Das ist natürlich ganz scheiße. Da sehe ich ganz, ganz viele gelbe Punkte an mir vorbeihuschen. Das ist natürlich scheiße. Oh fuck. Oh fuck. Ja, die gelben Punkte ficken dich. Na, und wie sie das tun? Ganz hart in den Arm muss. So Superman-Style, so Deep Impact Faust. Ganz ehrlich, ich komme mit dem Streckendesign von Monaco besser klar als mit dem hier. Manche Kurven muss ich da recht geben, ja. Aber Monaco ist einfach nur Shitaco. Okay, folgendermaßen, ich bin nicht mehr in den Punkterängen. Laut dem. Was, wieso nicht? Weil ich rausgeflogen bin dadurch. Okay. Nein, ich kämpfe mich schon langsam vor. Also wirklich nur langsam, aber. Gut, wir spielen das, die Strecken jetzt auf Profi, oder? Ja. Ja, okay. Was meinst du, warum wir auf Profi gestellt haben? Du wolltest ja vorhin auf Fortgeschritten. Stimmt, ja. Ja, wo hast du denn gesagt, dass, das ist ja ganz leicht. Habe ich gar nicht, ich habe gesagt, wir wollen ja auch eine gewisse Herausforderung. Herausforderung. jetzt guck ja da als 20. rum. Hey, ich guck hier als 11. rum, also halt mal schön die Klappe. Ja, wow, gigantisch. Gigantica. Komm schon, gib mir okay. Truss. Truss habe ich. Wenn ich ganz viel Glück habe, kann ich durch die Boxenausfahrt oder Einfahrt einiges gewinnen an Zeit. Aber auch nur, wenn ich wirklich... Wenn die ganze Crew mitspielt. Ich habe gerade einen Pick überholt. Das heißt, ich bin jetzt 19. Wow! Aber nicht so! Oh Gott! Pff. Muss ich gleich wieder Curse benutzen, damit ich den Schlenkerreifen gerade jetzt wieder rausfällt. Okay, das war scheiße, Alter. Ich bin so weit aus. Ja, so bezahlt mir wieder überholt. Meine Reifen, das haben wir gerade gesagt, waren, die sind auch schon dunkel. Oh, Rausch! Oh Gott! Die Kurven nach der Schneckenkurven, also die was dann auf die Gerade geht wieder, ist ziemlich fies. So? Ich weiß nicht, die hat so eine... Ups, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid! Tut mir nicht leid. What the fuck? Nee, weil's im Grunde, sobald, weil's im Grunde schon aus der Kurven, also ich hab mir gedacht, man kann aus der Kurven dann schon ein bisschen Gas geben und gerade das bisschen Gas, das ist schon zu viel und dann dreht man sich teilweise schon. Nein, nicht daraus. Oh Gott. Okay, es ist folgendermaßen, ich hänge immer noch hinter Grosjean auf dem 11., bin immer noch nicht in den Punkterängen, häng ihm aber dran und der Abstand verringert sich, wenn auch nur schleppend, aber... Das kann auch an den neuen Reifen liegen. Oh Gott! Ah, noch gut gerettet. Okay, meine Reifen Scheiße. Werden jetzt wirklich schon ein bisschen dunkelrot und so.
Ich weiß ja nicht, wann kommt mir an die Box? Wahrscheinlich erst nächste Runde oder so, oder? So, damit habe ich meine Chance auf Punkte verspielt. Ich bin gerade voll aus der Boxengasse rausgerutscht. Boah, wenn ich jetzt nicht so einen krassen Fehler gemacht hätte und an ihrem vorbeizogen wäre und falsch in die Kurven reingefahren wäre, dann wäre wahrscheinlich voll hinter reingezogen. Ne? Ist da gerade Button an mir vorbeigefahren? Weil er gesehen hat, dass ich die Box blockiere? Nein, das kann nicht sein. Der Boxenausgang ist sehr, sehr fies, weil man muss sagen, die Strecke ist sehr rechtslastig, das heißt, für die Reifen auf der Rechtsseite ein sehr, sehr kaltes Profil nach der Kurve. Ja, meine Reifen sind irgendwie so zwischen halb am Sterben und bitte töte mich! Wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, kriege ich noch den dritten Platz. Könnte mir eigentlich Würstel grillen auf meine Reifen. So rot sind die schon. Boah, die sind dunkelrot, Alter! Boah, die Kurvenlage ist für den Arsch! Rot.